Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Watch Dogs 2. Wir müssen jetzt diesen Ranch wieder im Café treffen. Und ich wundere mich gerade, wo mein Motorrad ist. Keine Ahnung. Utsch. Nehme ich jetzt einfach mal das hier. So, so viel Polizei wie möglich. Bleiben Sie ruhig. Die Polizei ist auf dem Weg. Autsch. Ah, da muss ich mal wieder meine App hier öffnen. So. Bin mal gespannt, was uns jetzt erwarten wird. Achso, was ihr mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben könnt, wenn ihr diese langen Fahrten hier nicht haben wollt, mache ich es dann immer so, dass ich dann offscreen, also offline dann dahin fahre und dann erst die Aufnahme starte, weil irgendwie nimmt es ja auch ein bisschen Zeit weg. Polizei ist wieder am Einsatz. Was? Wo fährst du denn lang? Alter, wo ist denn der eben lang gefahren? Ich hab ja gar nicht mal hingelenkt. What the fuck? Naja, man muss nicht alles in dem Videospiel verstehen, weil dann verzweifelt man nur noch mehr. Ja, ist wieder die 2 Kilometer runterradern, ouch. Ich weiß noch eins, ich bin froh, dass ich das in diesen Hackerbunker geschafft habe im letzten Part, weil, da bin ich ja echt verzweifelt. Das war ja echt ekelhaft. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns diesmal erwarten wird. Hoffentlich nicht wieder diese Hacker-Tussi da, weil dann raste ich richtig aus. Das Lustige ist, ich habe erst gedacht, es wäre ein Mann. Aber als es dann eine Frau war, das war mir dann ein bisschen peinlich. Das habe ich dann erst später erkannt, nach der Aufnahme, dass es sich um eine Frau handelt. Also, ja, weil Lenny, das ist eigentlich in meinen Augen ein männlicher Name. Also, deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass das ein Mann ist. Ich wusste ja nicht, dass das eine Frau ist. Aber ja, jetzt weiß ich es halt und ja. Hinterher ist man immer schlauer. Ups. Oh. So. Genau. Boah, die Bremsen sind ja mal richtig schlecht. Scheiße mit Ernst. Ach, da ist er doch. Gute. Ja, lauf erstmal einen Meter zurück. Dir gefällt's hier, hä? Das Essen ist durchschnittlich. Oh. Konntest du schon landen? Ich weiß nicht. Findet sie meine Maske jetzt heiß oder gruselig? Das FBI-Hauptbüro ist im Dellums Building. Wir brauchen die restlichen Daten. Weil... Hier läuft irgendeine linke Tour ab, Mann. Was Großes. Mehrere Hacker, die ich kenne, haben gemerkt, dass ihnen Vans folgen und so ein Scheiß. Tja, wäre nicht das erste Mal, dass das FBI Hacker rekrutieren will nach dem Motto, mach mit oder stirb. Warum jetzt? Das Timing ist verdächtig, wo wir so beliebt sind. Wie sehr vertraust du Ray?
Vielleicht hat er einen Deal. Nein, Mann, niemals. Da kannst du dich drauf verlassen. Okay. Vielleicht hilft uns Miranda? Ja, vielleicht. Sie nutzt immer so eine Autoservice-Geschichte. Ich hacke den Feed und spiele für sie den Fahrer. Kann ich euch was bringen? Ich gehe gerade, aber kann ich dich was fragen? Mhm. Findest du, seine Maske ist heiß oder gruselig? Beides. Bleibst du noch auf eine Tasse Kaffee? Schönen Tag noch. So, wähle Mietchauffeur in der Driver SF App aus. Okay, würde ich gerne machen. Hallo? So, das ist die App da unten. Besorge dir dieses Fahrzeug, um Miranda abzuholen. Okay. Sorry. Wow, sorry. So. Ich hoffe, die Polizei ist jetzt dann wegen uns da aufmerksam geworden. Aha, die Kiste ist es also. Oh, schon wieder diese nervige Musik. Ich muss jetzt einfach irgendwie drüber reden, weil dann kommt wieder die GEMA. Sie haben dann keine Rechte an dem Lied und die Video wird mit Anzeigen voll gespammt und so ein Scheiß. Dagegen kann ich eh nichts machen. Naja. Ich bin schon mal froh, dass sie das Video nicht ganz sperren. Also dafür muss ich der GEMA schon mal herzlich danken. Weil die Lieder, die sind eigentlich ungewollt in den Videos. Von daher weiß ich auch nicht warum. Oh, Alter. Ja, jetzt läuft ja diese Musik. Ich mag das eigentlich nicht. Also, ja. Ich hab's Marcus? Was machst du hier? Hey Miranda, ich verdiene mir nur was dazu als Fahrdienst. Ja klar. Wo willst du hin? Meine Mutter besuchen. Bist du meiner Spur gefolgt? Yep, FBI. Dazu darf ich nichts sagen. Wir wollen zurückschlagen. Was war das denn? Daten. Ich muss in ihr Büro in Oakland reinkommen. Du übertreibst es ganz gewaltig, Marcus. Ja, und? Bist du deshalb als mein Fahrer aufgetaucht? Glaubst du, das FBI überwacht mich auch? Hast du uns nicht deshalb verschwiegen, woher die Fotos stammen? Ich war lediglich vorsichtig. Und ich bin vorsichtig, indem wir persönlich reden. Okay, Marcus. Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht betonen würde, dass ein junger Mann, der entdeckt, dass ihn das FBI verfolgt, dringend ein paar Dinge in seinem Leben überdenken sollte. Ein guter Rat? Vor allem ein junger Schwarzer. Schuldig? Gut, dann hätten wir das hinter uns. Also woher hattest du die Fotos von uns in der Bar? Sagen wir mal, ich habe eine Quelle. Hat deine Quelle noch mehr, das ich wissen sollte? Es heißt, das FBI ist verstärkt hinter Hackern her. Sie wollen möglichst viele Gruppen abwerben oder erpressen. Weshalb? Sie wollen alle Zero Days kontrollieren. Und sie wollen keine Konkurrenz. Verdammt, wenn das FBI mitmischt, ist Hacking doch gar nicht mehr cool. Das ist kein Witz, Marcus. Die haben DedSec im Visier und die meinen es ernst. Was das FBI-Büro angeht, ich habe einen Freund, der uns helfen kann. Aber das läuft nach der Moskauer Methode. Was heißt das? Das heißt, es gibt ein altes Münztelefon im Außenbereich von Dallams. Heb ab, identifizier dich als Fred und nimm das Signal auf, das dann kommt. Ach, das ist voll dämlich. Ich gebe dir eine beschissene Bewertung in der Driver-App. Nein,
So, ich habe mich mal auf Stumm geschaltet, weil ich noch was geklärt habe. Also sollte ich mal eine längere Zeit nicht reden, dann bin ich halt auf Stumm geschaltet, weil, ja. Aber man muss ja auch nicht alles im Hintergrund hören, ne? Also deswegen nicht wundern, dass ich dann eine Zeit lang nichts sage oder so, dann bin ich einfach auf Stumm geschaltet und ja. Dann ist es stumm. Aber wahrscheinlich wird es eh wieder Probleme wegen der Musik hier geben. Bestimmt 100 pro so. So. Ups, das war eben nicht gut. Zum Glück ist er nicht eingegriffen, die Polizei. Ah, ist wieder diese nervige Samba-Musik. Dass man das nicht irgendwie ausschalten kann, das ist schon ein bisschen blöd, finde ich. Okay. Aha. Lol, gib doch Gas. Gib doch Gas. Was war denn das jetzt? Oh nee, was erwartet uns da jetzt wieder, Freunde? Hier ist Fred. Total quadratisch. Mas eu fico doente de pensar que ela não vai ter nada dessa herança nela. Eu não quero que ela seja outra ovelha ignorante. Ela tem que ser mais esperta. Untersuche das FBI. Oh mein Gott. Sesam, öffne dich. Vertrittst du mich bei dem Richards-Meeting? Gehst du zu Richard? Okay. Bestens. Dass es so leicht geht, habe ich jetzt auch nicht erwartet. Okay, Marcus. Die müssen irgendwelche Daten haben, die uns zu ihrem Spion führen. Sag mir einfach, wo ich sie finde. Das ist es ja, Die Typen sind nicht bescheuert. Sieht aus, als hätten sie alle Daten aufgeteilt. Ich weiß nicht, welcher Server es ist. Oh, super. Schön, dass du gewartet hast, bis ich drin bin, bevor du mir das sagst. Geh rauf aufs Dach zur Antenne und schließ einen Senderempfänger an. Mit den eingehenden Daten kriege ich raus, welcher Server es ist. Klar, kein Problem. Geh rauf aufs Dach, platziere einen Senderempfänger. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Oh Gott. Was zur Hölle? Ah. Wie komme ich da jetzt hoch? Ah,
Okay. So einfach geht das. Aber wie komme ich jetzt auf diese Antenne da drauf? Das verstehe ich nicht. Du gehst jetzt mal schlafen. Auf die Antenne platzieren, ja. Super, wie komme ich auf die Antenne drauf? Das verstehe ich nicht. Wo ist denn diese Antenne? Ich weiß es nicht, wo die ist. Ist hier noch irgendwo eine Kamera? Mann, das wird ein Weilchen dauern. Bewundere aber nicht erst die Aussicht, Alter. Irgendwie wusste ich das, Freunde. Irgendwie wusste ich das. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Ja, so toll. So.
Ich würde sagen, wir machen das im nächsten Part, weil irgendwie hat es jetzt keinen Sinn, hier weiterzumachen, weil ich glaube, es wird auch in 5 Minuten nichts und ja, würde ich einfach mal sagen, beenden wir den Part und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Freunde.